Guten Tag, ich möchte heute ein paar Messer vorstellen, die extrem korrosiven Umgebung standhalten aufgrund der Materialien, aus denen sie bestehen. Und anfangen tue ich mal mit diesem hier. Das ist das Decanter Titanhunter von der Firma Böker, hergestellt von der österreichischen Firma Steirer Eisen. Und diese Klinge besteht aus einem Chronidur 30, einem stickstofflegierten Stahl, der so gut wie überhaupt nicht rostet. Und der Rahmen hier und der Framelock bestehen aus einem Titan, das kann auch nicht rosten. Woraus die Schrauben jetzt genau bestehen und der Detent, das weiß ich nicht. Also hier könnte es sein, dass da vielleicht ein Einfalltor für Rost besteht, aber was die Klinge angeht, auf jeden Fall nicht. Und dieser Stahl, der kann unheimlich scharf ausgeschliffen werden. Das ist schon unheimlich. Ist übrigens ein sehr schönes Hirschhorn hier an den Griffschalen, das mir sehr gut gefällt. Kann auch nicht rosten. Dieser Chronidur 30 ist ein Stahl aus Deutschland und entspricht eigentlich dem LC 200N oder dem N360er von Böhler oder auch dem Z-Finit. Das ist alles dasselbe, glaube ich, und wird wohl alles aus der gleichen Anlage in Deutschland kommen. Und hier haben wir von der Firma Spyderco ein Messer mit einer Klinge aus einem LC 200N. Dieses Messer hat einen Titangriff, also Titangriffschalen, und ist schon mal die CQI, die verbesserte Version dieses Messers. Die Klinge, die war auch bei der ersten Version schon aus dem gleichen Stahl, aus dem LC 200N. Aber der Detent, der war aus einem Edelstahl und hier war ein Einfallstor für Rost und das wurde verbessert. Der besteht jetzt aus Keramik, der Detent. Die Schrauben sollen angeblich aus Titan bestehen, ebenso wie der Drahtclip, sodass hier kein Rost mehr an dieses Messer kommen dürfte. Weil es ist immer möglich, in extremen Situationen, dass an einen Stahl Rost andockt, aber selbst bei Salzwassereinsatz dürfte das unter normalen Bedingungen mit diesem Messer nicht passieren. Dieses Messer ist auch nicht sonderlich schwer. Hat ein Gewicht von 106 Gramm. Also schon wesentlich leichter als dieses hier. Das wiegt 160 Gramm. Aber hält sich auch noch im Rahmen. Und hier haben wir dann ein Messer von der Firma Quiet Carry. Das hat auch Titangriffschalen, hat allerdings eine Klinge aus Vanax. Vanax ist ein Stahl, der ist schnitthaltiger als der LC 200N, kann ein bisschen höher gehärtet werden. Also mit Kryo-Einsatz können diese beiden Stähle, das sind ja die gleichen, ungefähr auf 60 Rockwell gehärtet werden. Das ist das Maximum und der Vanax vielleicht auf 60 Rockwell. Der hat aber mehr Vanadiumkarbide, deshalb ist der schnitthaltiger. Allerdings ist dieser Stahl extrem zäh, wesentlich zäher als der von Quiet Carry. Ich würde schon mal sagen, fast doppelt so zäh. Zähigkeit bei diesem LC 200N müsste ungefähr so bei der von dem AIBL liegen, vielleicht nicht ganz. Und dieses Messer ist absolut auf Rostresistenz im Salzwassereinsatz getrimmt. Das nennt sich Waypoint. Eine schöne, dünne, schneidfreudige Klinge. Eine Dicke von ungefähr 2,1, 2,2 mm. Ist auch nicht sonderlich lang. Ich messe das mal. Ja, die Klinge ungefähr 8 cm und die Gesamtlänge 19 cm. Bei allen diesen Messern sind die Unterlegscheiben aus Phosphorbronze. Hier dieser Detent, der besteht aus Keramik, der Daumenpin aus Titan und der Clip und die Schrauben aus einem Marinegradstahl. Das ist auch extrem rostresistent und Titan rostet sowieso nicht. Das ist ein Grad 5 Titan, relativ widerstandsfähig und dieses Messer, das ist auch von der Firma Quiet Carry, hat allerdings G10 Griffschalen. Der Rahmen besteht aus einem LC 200N,
Ja, das muss man sagen, hier ist auch ein Liner-Lock, also diese beiden hier. Das ist Frame-Lock, ist ein Liner-Lock und der Liner besteht ja auch aus einem LC200N. Genau wie hier. Hier sollen allerdings die Schrauben aus Titan bestehen. Ich glaube, der Clip aus einem Marinegradstahl und hier dieser Daumenpin müsste auch aus Titan bestehen. Und diese Walachsklinge ist, glaube ich, das rostresistenteste aufgrund des sehr hohen Chromanteils auch, was so im Moment auf dem Markt zu bekommen ist. Dieses Messer passt gerade so in meine Hand. Ich habe Handschuhgröße 11, also viel größer dürfte meine Hand hier nicht sein. Hier ist auch noch ein schöner Scheuel. Aber dieses Messer ist wahnsinnig führig, hat ungefähr die gleiche Klingendicke wie dieses hier und ist so schön schneidfreudig. Das ist Vergnügen, mit diesem Messer zu arbeiten. Hier diese vier Löcher, das ist typisch für die Firma Quiet Carry, sowas wie ein Markenzeichen. Und hier habe ich sogar noch eins von der Firma Quiet Carry. Da ist alles, was hier zu sehen ist, aus LC200N. Der Liner, der Rahmen und die Klinge. Der Clip und die Schrauben jetzt nicht, das wird Marinegradstahl sein. Das ist ein Messer, das eigentlich für Angler gedacht ist. Deshalb hat man hier auch eine Möglichkeit, noch Haken nachzuschärfen. Also dieses nennt sich Drift Raypoint und dieses hier heißt Eddy ES. Auch G10 Griffschalen. Sehr schönes Messer. Sind doch sehr formschön im geschlossenen Zustand. Sehr edel. So, und dann komme ich jetzt mal zu den feststehenden. Das hier ist von der Firma G. Sakai. Der Griff müsste aus FRN sein. Das nennt sich Sabi Knife Tipi. Der Stahl ist ein H1-Stahl, ein japanischer Stahl, auch. Dieser Stahl ist extrem zäh, allerdings nicht ganz so hart und nicht so schnitthaltig. Das ist ein solider Stahl. Das Messer ist sehr leicht. Ich wiege das mal. 35,7 Gramm, das ist sehr wenig. Ich hole mal hier. Das wiegen nach 78 Gramm ungefähr. 85 Gramm. 67 Gramm. Ja, diese beiden Messer, die sind von der Firma Creely Blades. Die habe ich im Rahmen eines Kickstarter-Programms erworben. Und zwar stand das unter dem Messer, unter dem Motto rostresistente Messer. Und da hat er den Walnackstahl, das ist dieser hier, verarbeitet, den Böhler N360, also den LC200N. Und zusätzlich auch noch hier den Magna Cut, also drei Messer rausgebracht, alles alle in dieser wunderschönen Scheide. Und die Messer, die ich hier liegen habe, die sind oberhalb des Magna Cuts. Also Magna Cut ist knapp von der Rostresistenz unter diesen Stählen, die ich hier liegen habe, oberhalb von dem M390, aber ein bisschen unterhalb von diesen Stählen. Hier dieser LC200N Extrem C. Dieses Messer ist auch nicht sonderlich schwer. Das wiegt unter 100 Gramm und das hat ungefähr hinter der Phase 0,25 mm. Genau wie dieses hier. Das ist wunderbar fein ausgeschliffen. Klinge hat eine Dicke von 2,6 mm ungefähr. Das ist ein wunderschönes EDC-Messer, was man in dieser schönen Lederscheide auch sehr gut in der Hose tragen kann. Am Strand oder in der Nähe von Salzwasser oder vielleicht auch in den Tropen, wo die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Da sind diese beiden Messer bestens aufgehoben. Und das trifft auch auf dieses hier zu. Das ist ein Nitrobe 77 Stahl. Den kann man härten auf maximal 62 Rockwell mit Cryo-Einsatz. Also diesen hier, den Böhler N360, kriegt man maximal auf 60 Rockwell. Den Walachs würde ich mal sagen auf 61 ungefähr. Der hat hier mehr
Vanadiumkarbide und das hat eine höhere Kantenstabilität als der Böhler N360. Bleibt also länger schnitthaltig, allerdings ist die Zähigkeit von diesem hier größer und man kann diesen super nachschärfen, den Warnlachs auch, da habe ich auch keine Probleme mit. Und dieser hier, der Nitrobe 77 von der Firma Damastiel, ich glaube, das ist eine französische, ich weiß jetzt gar nicht genau, der ist auch sehr zäh und relativ schnitthaltig, würde ich mal sagen, lässt sich auch ganz, ganz fein ausschleifen. Die lassen sich alle ganz fein ausschleifen. Die sind unheimlich scharf. Allerdings sind diese ganzen Stähle, was man vielleicht auch sieht, so ein bisschen empfindlich gegen Kratzer. Diese stickstoffbasierten Stähle, aber das macht mir nicht so viel. Das habe ich mir so herstellen lassen. Das sind G10-Griffschalen. Kommt auch in einer Kydex-Scheide. Die habe ich irgendwo hier rumliegen. Moment. Ja, hier ist sie. Das ist ein Entwurf von mir. Das habe ich mir von der Firma Dulu Knives so herstellen lassen. Auch in dem Stahl. Ich habe auch Datenblatt mitgegeben wegen der Wärmebehandlung, so wie ich es haben wollte. Aber der Herr Svetlosar von Dulu Knives, der wusste das schon, wie das geht. Das war nicht sein erstes Messer aus diesem Stahl. Und der wird mir das schon perfekt behandelt haben. Da bin ich von überzeugt. Ja, das sind meine besonders rostresistenten Messer, die ich hier habe. Das fasziniert mich einfach. Das ist Hightech, finde ich. Ich mag auch andere Stähle natürlich. Aber diese rostresistenten Stähle oder diese rostresistenten Messer, die haben es mir irgendwie ganz besonders angetan. Auch der Magna Cut noch, aber die hier liegen, damit das nicht ausufern soll, habe ich mich darauf beschenkt, rostresistent oberhalb von Magna Cut vorzustellen. Ich bedanke mich für das Interesse und wünsche allen Zuschauern noch einen sehr schönen Tag.